Hey Leute, herzlich willkommen heute zu einer Runde Survival Games auf dem SpainPvP.com Server. Und ja, ich wollte eigentlich eine Runde UAC Games aufnehmen, aber leider gibt es ja keine Server mehr, die das momentan vertreten, diesen Spielmodus. Und deswegen muss ich auch eine normale SG-Runde übergreifen. Und hier hat direkt einer ein Schwert und ich werde direkt getargetet von dem. Alter, wie jedes Mal. Ach, Junge. Warum hat man sowas nötig? Ich verstehe das nicht. Warum hat man sowas nötig, Alter? Einen so dermaßen zu targeten. Ich weiß nur, dass da vorne eine Kiste war, die ich mir auch schnell holen werde. Ja. Also, okay, wir haben den Targeter erstmal vom Hals. Vielleicht haben wir hier ein Schwert drin. Eine Axt, perfekt. Können wir uns schon mal wehren. So, das Steinschwert war nämlich meins. Ja, hast du davon. Ja, also erstmal, ja, willkommen zu der Runde SG erstmal, denn wir haben halt, also ich habe halt erstmal versucht gehabt, UC Games Server zu finden, weil ich wollte das eigentlich mit dem Typhoon aufnehmen, einen guten Freund von mir, der auch mir viele Designs und so weiter gemacht hat und, ja, ich glaube, vielleicht blende ich euch die einfach mal ein, also er hat mir schon sehr viele Sachen gemacht, auch für meinen Zweitkanal und auch vorher hat er mir immer Thumbnails und so weiter gemacht, macht richtig geile Videos, ich werde auf jeden Fall mit dem noch ein paar irgendwann noch ein Video machen ja, dann werden wir da mal schauen, weil der macht auch richtig nice Sachen. Ich meine, von dem habe ich auch die CC etc, also dem habe ich viel zu verdanken. Wenn ihr wollt, könnt ihr da auch mal vorbeischauen, aber ich werde wahrscheinlich eh noch ein Video mit ihm machen. Und jo, so gut, so. Ja, also in diesem Video wollte ich halt noch was anderes ansprechen, und zwar generell einfach mal Varo-Projekte. Und zwar, wie ihr wisst, ich habe ja vorher sehr viele Varo-Projekte auf meinem Kanal gebracht, beziehungsweise auf meinem Zweitkanal auch. Hier waren ja jetzt Vilo Varo und Lucky Varo die größeren Varo-Projekte, also auch mit einer relativ guten Community, könnte man sagen. Und ja, die Sache ist halt, wann erstmal nächstes kommt Vilo Varo, ich weiß nicht, also bis jetzt ist da immer noch kein Infovideo, wann es kommt. Und ich warte da auch schon, ehrlich gesagt, schon lange drauf, aber naja, da kommt momentan nichts und ich werde generell versuchen, den nächsten Mal irgendwie ein Varo-Projekt zu finden. Irgendwann ist auch ein eigenes in Planung, aber das wird noch ein bisschen dauern und ich werde daraus wahrscheinlich ein sehr großes Varo-Projekt machen und nicht halt so ein kleines. Jetzt brauchen wir erstmal Food hier, das wäre übelst cool. Bitte töten wir den, komm schon. Oh mein Gott, nice. Sehr gut. Ach du Scheiße, Alter, warum haben wir solche Hungersnot hier? Geht ja gar nicht klar. Ja, und wie gesagt halt, da werde ich halt gucken, dass ich irgendein Projekt mal langsam finde, weil ich habe da übelst Bock drauf und deswegen kommen auch momentan so wenig Videos. Lol, okay, der leckt rum. Der ist down, perfekt. Hat wenigstens ein bisschen Food gehabt noch für uns. Okay, da hat er sehr viel Food, relativ. Ja, relativ viel. Boah, ein Diamond Sword hat er sogar gehabt, habe ich gar nicht gesehen. Okay, Stuff schon mal richtig nice. Gleich beginnt auch Deathmatch. Gut. Okay, irgendeiner ist am Hacken, scheinbar. Ich hoffe mal jetzt nicht. Ansonsten müssen wir den schnell down bekommen. Ja, also wie gesagt. Mal schauen, was sich da ergibt. In Zukunft werde ich wahrscheinlich gleich schon eine zweite Runde machen und ja. Bisschen näher auf diese Sachen eingehen. Er sagt, da eine hackt oder was? Die Frage ist, wer? Ich kann gar nicht lesen, wer das geschrieben hat hier. I love you.
So, da sind wir erstmal bei einer Map, die mir schon ein bisschen besser gefällt. Kenne ich ja von Badline und MSSG. Und ja, mal gucken. So, hoffentlich werden wir diese Runde nicht getargetet, weil sonst müssen wir uns wieder zu lange mit einer Person beschäftigen und das wird blöd. Aber sieht wohl nicht so aus. So, Gott, meine Looting-Skills sind gerade so im Arsch. In Aufnahmen habe ich immer kein Maus-Handling, so, ich weiß nicht. Vor allem, wenn ich dann so lange nicht mehr gezockt habe, ist das echt. Es leidet echt stark darunter, wenn ich mir so alte Aufnahmen anschaue und sehe, yo, boah, da habe ich noch richtig rasiert, ne? Also beim Kisten looten, da denke ich mir so, ja, das wäre cool, wenn das heute auch noch so wäre, aber naja. Ich denke auch, mein Commentary ist irgendwie voll im Arsch. Also, ich meine, generell ich konnte nie wirklich so richtig gut kommentieren. Ich musste mich immer auf eine Sache fokussieren, entweder aufs Gameplay oder nur aufs Commentary. Und ja, wenn ich mir auf Commentary hier natürlich drauf fokussiert habe, dann war das Gameplay nicht so nice und andersrum dann auch. Und naja, das ist halt immer so eine Sache. So, schauen wir mal, wie viele hier leben. Also, wenn ihr auf jeden Fall mehr Survival Games sehen wollt oder zwischendurch mal so eine Talkrunde, wo ich vielleicht ein Thema anspreche oder über irgendein Thema rede, was mich so interessiert oder was euch interessieren könnte, dann schreibt es einfach mal in die Kommentare oder lasst ein Like da. Ist einfach eine coole Sache und jo. Komm, wir wollen gegen den kämpfen hier. Was ist los mit dir? Perfekt, da turnt da schon der Junge. Oh, was ist denn mit dem los? Der hat uns ja relativ gut gegeben, ne? Als ob er nicht stirbt. Der hat uns viel besser gegeben, scheinbar. Als ob? Wie viel Damage will er denn noch kassieren, ohne zu sterben? Bei ihm läuft. Ich habe ihn jetzt so oft gehittet, also check nicht, warum der nicht stirbt. Jetzt haben wir ihn aber. So, da haben wir direkt den nächsten Gegner oder die nächsten. Okay, ich dachte schon, der wäre jetzt direkt hinter mir. Okay, wir haben Stick, wir können uns ein Eisenschwert machen, aber wir gehen erstmal hier ins Gemetzel rein. Das will ich mir jetzt nicht entgehen lassen. Ach, das ist ein Team. Okay, gute Sache. Gut zu wissen, wa? Oh Mann, die Bows bei mir so hart. Alles klar. Woher kommt denn der auf einmal? Oh mein Gott, als ob. Das war cool. So. Der beide One-Shot waren. Hab ich gar nicht gedacht. Hat sich gelohnt, den Gap zu snacken. Ich gehe jetzt nicht runter. Ich glaube, der hat nämlich gar nicht so viele Sachen gehabt für mich. Ich meine, ich habe zwei Dias. Ich craft mir lieber ein Dia-Schwert einfach ganz schnell. Vorher kämpfen, Kollege. Oh, verdammt. Direkt hinter mir ist einer. Okay, wir haben leider kein FNS, Alter. Richtig ärgerlich. Aber dafür halt ein Dia-Schwert. Pfeil haben wir auch keine. Das könnte viel ausmachen. Leben auch gar nicht mehr so viele. Der leckt aber richtig rum, der Typ. Wow, Alter. Oh mein Gott. Der leckt richtig rum. Applaus, Applaus! Für deine Worte, mein Herz geht auf. Wenn du lachst, Applaus, Applaus. Für deine Art, mich zu begeistern. Hör niemals damit auf. Ich wünsch mir so sehr, du hörst niemals damit auf. Das war's von der Runde oder von den Runden. Ich lasse es einfach so, weil ich habe auch keine Lust mehr, mich damit rumzuschlagen. Ihr kennt das. Einfach nur Abfuck, sowas mit dem Gekleine. Genau deswegen, naja. Habe ich eigentlich auch keine Lust mehr, so aggressiv zu spielen. Aber gut, was werden wir machen? Ich würde sagen, das war's von der Runde. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da und bis zum nächsten Mal. Tschüss.